Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rafft ihr's noch? Tobi, was für ein Wortwitz. Hier, darauf trinke ich. Wieso hast du eine Flasche? Hä? Hä? Hast du die Flasche gerade mitgegessen? Tobi. Ja, warte, Erik. Ich hab einen schrecklichen Durst. Hast du die Flasche? Ach, du hast die noch, ne? Ja. Kann ich ja nicht. Mit Süßwasser füllen, okay. Ich dachte, die wäre weg. Aber. Du Flasche. Ist eigentlich ganz cool hier, ne? Okay, die Flasche bringt einmal, auch nur einmal trinken, oder was? Okay. Was? Ich dachte, mit der Flasche kann man vielleicht mehrfach trinken. Och, nein, nein. Also, du machst eine Flasche auf und die ist halt leer. Ich kenne das. Ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir realistisch bleiben, ich weiß es nicht. Kennst du diese 5-Liter-Kanister, die man kaufen kann von so stillem Wasser? Mhm. Ich schraub die auf, die ist leer. Was? Seems legit, Erik. Was? Aber was? Ist das gesund? Nein, natürlich ist die nicht leer. Achso, wollte sagen. ich wollte nur übertreiben wegen dem Spiel. Sag mal, verdampft, weil du so heiß bist. Das kann sein, ja. Das hab ich auch schon überlegt. Ja. So, Kupferbarren, Tronziegel, Batterie. Wofür? Elektrische Maschinen, ah, okay, cool. Was man für die Flossen alles braucht, ne? Das ist auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Hä? Okay, aber mit der Batterie kann ich nichts machen, die kann ich nirgendwo hinstellen. Ich habe eine gebaut, just for fun, aber... Vielleicht kannst du später so Maschinen bauen, wo du die direkt reinstöpseln kannst? Wahrscheinlich. Okay, es gibt Leiterplatten, die wir brauchen, um eine Antenne bauen zu können. Das fängt das wieder mit den Leiterplatten an, Erik. Leiterplatten haben wir, ja. Leiterplatten können wir sogar machen. Brauchen dafür aber Algen. Also die natürlich. Leiterplatten habe ich gelernt, Tobi, von der Pike auf. Ja, aber gut, ich meine, du hast ja früher auch schon Leiterplatten gebaut, natürlich mit Algen. Natürlich, klar. Okay, das sind gut. Leiterplatten bestehen nur aus Leitern und Platten. Kannst nichts falsch machen. Gut, easy. Bin ich zufrieden. Ja. Ich habe rohen Fisch gegessen, ist doch scheiße. Deswegen riechst du auch so erotisch. Bei Sushi halt, ne? Du riechst wie Gwyneth Paltrow Kerze. Was? Oh, warte. Anni, ich habe Hunger. Oh, habe ich Hunger. Oh, ich esse alle drei Fische. Fisch? Hier. Ich habe die eben erst draufgelegt. Nimm die. Geil. Oh, geil, Tobi, danke. Ich esse alle und bin noch nicht mal ganz satt. Cool. Ach, Spiel. Natürlich. Ich kann mal nur so hässlich sein, ne? So nach hässlicher Kacke Arsch stinken. Vor allem muss man auch erstmal schnell genug hinkommen, ne? Überleg mal, du spielst Singleplayer. Du kannst ja gar nicht schnell genug reagieren. Nee, vor allem, wenn das Schiff halt immer größer wird, was halt irgendwann der Fall ist. Gut, ich meine, wir haben einen Bogen, ne? Ja, klar. Theoretisch haben wir den schon. In der Praxis muss man erstmal nutzen, ne? Aber den Bogen raus, Erik. Warte. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich... Hier? Oder zu früh? Nee, passt exakt. Okay. Din, 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 din. Ist das eigentlich... Nee, wenn man schläft, kann man nicht sein Essen wieder auffüllen, ne? Nee, dann ist nur die Gesundheit wahrscheinlich aufgefüllt, ne? Nee, es sei denn, du isst im Schlaf. Hast du noch 2 Metallbarren? Überhaupt nicht. Das ist das Problem. Wir brauchen unbedingt Metallbarren. Und ich weiß halt überhaupt nicht, wo wir die herkriegen. Gut, hier auf der Insel ist wahrscheinlich nichts mehr, ne? Dann lass doch mal weiterfahren. Vielleicht. Ja, hier sind halt diese Schmutzberge, ne? Aber da ist ja nichts drin. Schmutz. Schamutz. Schmutz, Digga. Das ist so kacke einfach. So. Mm-mm. So. Weiterfahren. Wo reinpinkeln würde. Weiterfahren, sagst du?
Ja, hätte ich jetzt gesagt, wenn da eh nichts mehr ist, dass wir vielleicht die nächste Insel ansteuern können. Ja, ich würde gerne das Alpaka. Warte mal, eine Sache probiere ich nochmal schnell. Habe ich eine Schere gebaut eigentlich mal irgendwann, die hier irgendwo rumfliegt? Weißt du das? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich dachte, ich hätte auch eine Schere gebastelt. Habe ich nicht. Warte, warte. Zwei Dinge, die ich gerne ausprobieren würde. Das hier. Wenn ich den alten Eimer jetzt mal... Ich stelle es mal just for fun hier rüber. Und jetzt geht das? Nee, geht nicht. Okay, kann Pilz nur essen, nicht einpflanzen. Okay, okay, okay. Das geht also schon mal nicht. Was wollte ich noch probieren? Genau, dann würde ich gerne eine Schere basteln, aber dafür brauchen wir bestimmt Metallbarren. Ich rieche das förmlich. Metallbarren. Och, fick dich. Wo kriegt man denn schnell Metall her, Tobi? Ja, es gibt ja diese eine Insel, wo die ganzen Spieler drauf abfahren immer, ne? Wo man super viel auf einmal kriegt wohl irgendwie. Vielleicht auch da oben auf dem Berg. Ich muss Naufi. Ja, komm, lass ablegen. So. Dann schmeiß ich die Karre mal wieder an, wa? Ach, diese Mod, die du da hast, ne? In dieser Mod, die du installiert hast, kann man nur Bolt und Hinge einschmelzen. Ach, kein Schrott? Also Nägel und diese Scharniere. Kein Schrott? Kein Schrott. Das ist ein ernüchterndes Ergebnis. Na gut. Dann kein Schrott. Aber ich habe ein Scharnier. Soll ich das mal einschmelzen und gucken, wie viel Metall wir da rauskriegen? Ja, mach mal. Wahrscheinlich einen Barren, ne? Oder ist Kletterpflanzenklüber drin? Soll ich das ausholen? Ja, gerne. Okay. Ich mach das mal da rein. Scharnier. Scharnier Jackson. Geil. So, wir müssen einmal um die Insel rum, leider. Ich hoffe, der Kackevogel kommt nicht. So. Ich wäre gern die auf die Spitze. Ich hätte die Spitze gern erklommen. Was denn? So eine Drama Queen, ne? Nicht normal. So. Und dann müsste er eigentlich. Ach ja, müsste eigentlich gehen. Toll. Das müsste eigentlich gehen. Vielleicht noch ein bisschen reindrehen, warte. Ich bringe das noch ein bisschen mehr auf Kurs. Und Dawn. Oh, der schwimmt ja Müll. Ach, klar. Ah, Alter, dieser Hai, ne? So, auf Dauer ist er eigentlich nur lästig. Der ist gar nicht so herausfordernd oder sonst irgendwas, der ist aber nur lästig. Dass der halt auch immer drei Schläge braucht, ne? Der braucht immer drei Schläge. Dabei, ich bin noch anti-autoritär erzogen. Ich kann dem Hai nicht wehtun. Er wird schon merken, wenn er was Böses gemacht hat. Oh, der hat einen neuen Namen, oder? Nee, doch nicht. Ist immer noch der Heiland. So. Ich glaube, wir sind wieder auf Kurs. Sieht schmackhaft aus. Ne? So. Na gut. Achso, ich brauche ein paar Planken, glaube ich. Natürlich. Ja, für den Ding. Ein Quadromillimeter neben der Kiste gewesen. Klar. So. Prima, okay. Dann trinken. Da kommt die nächste Insel da vorne. Da fahren wir direkt drauf zu, glaube ich, ne? Weiß ich gerade nicht, aber wenn du das sagst, wenn du das sagst, wird es schon stimmen, ne? So ist das, ne? Kannst du mal hingucken.
Ja, ich meine, wollen wir da hin, oder? Ja, wir müssen an sich eigentlich jede Möglichkeit, ein bisschen Eisen zu finden, nutzen, ne? Ja, das stimmt. Ich dachte, wenn man jetzt mal wieder auf dem Meer ist, auch schön. Ah, wir schickern da eher hin. So, ich dreh mal ein bisschen bei. Dreh mal bei die Insel! So. Wir haben jetzt eine permanente Möwe im Nest. Oh. Der gefällt's ja ganz gut. Wir zwingen sie ja nicht, warte, da zu bleiben. Ne? Nee. Genau, jeder zergeben, wenn sie möchte. Warte, warte. Tobi, schnell, komm mal. Komm mal nach oben. Schkumm, schkumm, schkumm. Warte. Hm? Ich nenne es Freundschaft. So wie süß. So, passen wir da mit unserem dicken Arsch, passen wir da dran. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. Da kommt eine Kiste. Perfekt. Prima. Ich hab die Heringe bei Säule gelegt. Der wollte ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Machst du einen Anker klar? Ein Anker? Was brauchen wir dafür nochmal? Warte mal, wo ist denn hier? Mensch, Tobi. Mensch, Tobi. Die Insel ist gleich weg. Ich finde den. Tobi. Wo war der? Hier war der. Ich habe keine Tobi. Seile. Warte mal. Mensch, Tobi, die Insel. Stress mich nicht. Krieg ich nur Flitzekacke von. Tobi, das ist gleich fort. Junge, Junge, Junge. Ich geh schon mal drauf, ne? Das Ding hängt. Geil. So kenne ich's. Hier ist halt... Das ist irgendwie nix. Hä? Nee, nicht mal irgendwie ein bisschen Eisen oder so? Ah, Scharnier und so habe ich gerade. Gut, könnte man theoretisch gesehen einschmelzen, Erik? Könnten wir einschmelzen? Oh, was ist das denn? Schwarze Blume? Sieht aber cool aus. Die können wir, glaube ich, sogar okay, als Farbe. Wir haben einen Metallbarren aus dem Scharnier bekommen. Also, wenn du jetzt noch einen hast, haben wir zwei. Ne? Ja, Scharnier habe ich, glaube ich, gefunden. Siehst du? Ich glaube, 4 Scharniere habe ich gefunden. Das ist natürlich noch ein gewisser Reichtum, den wir jetzt haben. Reichtum. Ja. Reich. Oh, super Reichtum, Erik. So, blaue Blume nehme ich mal nicht mit, ne? Nee, die singt immer so laut. Gibt's denn weiße Blumen? Ah ja, doch, gibt's auch, ne? Ich hoffe es doch. Weiße Blume, hier. Weiße Blume, du bist mein bester Freund. Natürlich fängst du jetzt an der Seite an zu kauen, ne, du dumme Sau, wenn du das kaputt machst, ne, ich schwör's dir, ich kack dir ins Nest. Schloch. Ist ja alles kaputt, die dumme Sau, was man sich hier wochenlang aufbaut, weißt du? Weiße, gelbe Blume, auch cool. Ne, und so, gelb, rot, alles toll, aber weiß und schwarz... Ich hab da eine Idee. Mhm. Unten die Schrägen vom Schiff schwarz außen pinseln, wenn das geht. Oh, das kann man machen? Ich glaube ja. Also ich glaube, dafür sind die Farben noch da, oder? Ich dachte, so, ich dachte vielleicht, dass man Möbel einfärben kann oder so. Aber ach so, ja, oh, ich hoffe. Also vielleicht beides, ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, vielleicht das Holz. Das wäre natürlich mega, oder wenn man so eine Piratenflagge machen könnte, wäre geil. Ja, das wäre auch cool. Ach, schön. Ich brauche noch mal eine Kiste für die Blumen. Soll ich mal eine hinstellen? Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Warte mal, wo waren die denn? Vielleicht den Lagerraum bei Zeit mal ausbauen, aber jetzt erstmal. Wo wohnen die Kisten, Erik? Hast du die gesehen? Nee, ich guck mal.
Hier sehen Sie doch. Ach so, super. Ich nehme eine schöne Kiste da hin, ne? Ja, danke schön, ne? So, dann ein bisschen sortiert hier. Weiße Blume hier. Und wir hatten schon irgendwo, glaube ich, Blumen oder Samen. Ja, schon mal dabei sind. Hier. So. Oh, hab ich erschrocken gerade. Huch! Oh. Ja, das liegt direkt auf dem Grill fast, mhm, ne? Willst du? Ah ja, mach. Ich mach, ich nehm dich. Pack die auf den Grill. Ja, easy peasy, na klar. Aber auf den Grill damit. Ich hol mal die anderen Blumen auch nochmal. Ach so, und ja, was ich mal mache ist... Achso, wir haben keinen Haiköder, ne? Nee, aber ich kann einen bauen. Ich habe genug Stuff dafür. Lohnt sich bei der kleinen. Aber hier liegt noch was auf dem Grill für dich, ne, wenn du willst. Ah, cool, ja, hol ich mal gleich. Haiköder bei der kleinen Insel, der lohnt sich, glaube ich, eher nicht, oder? Ich bin unsicher. Ich weiß es nicht, ob da so viel ist. Du kannst ja mal gucken gehen. Ich kann ja trotzdem einen bauen, ne? Also, ich sehe da nichts unten. Nee, dann lass uns das aber auch bei der nächsten größeren Insel wieder machen. Ich glaube auch. Dann hol ich mal schnell ein paar Blümchen. So. Ausnahmsweise gelbe Blume. Rote Blume, die aber ziemlich blau aussehen. So, warte. Und was sind das hier? Blaue Blume. Okay. So, mal gucken. Ich hoffe, in der Kiste ist genug Platz. Schnabber die Biepen, 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 Buben, Babu. Seil. So. Ach, ist natürlich nicht genug Platz. Natürlich nicht. Soll ich noch eine daneben setzen? Nee, alles gut. Passt halt nur nicht für die blaue Blume. Und die will hier auch keiner, ne? Ja, eigentlich brauchen wir die auch nicht. Wer mag schon blaue Blumen? Die Blumengrube. Uff. So, warte, ich pack die mal hier rein. So, so. Die esse ich mal eben. So. Weg damit. Dann. Hallo? Achso. Was klappert denn hier so? Hm? Dein Gebiss? So hört sich's halt wirklich an. Ich weiß nicht. Okay, war, glaube ich, der Stuff, der hier auf den Dingern lag. Oh, Palmblätter. Ja, ich glaube, also mehr gibt's hier nicht, ne, an der Insel. Ich glaube, da können wir auch wieder fahren. Das ist nüchterne Ausbeute gewesen. Mm. So. Jetzt soll man den Orgolyden hier vom Grill holen. Ja, warte, ich komm. So. Was war das? War nicht der Hai? Okay. Alter! Ah. Willst du mich verarschen? Du Fickvieh! Alter! Ach, hör doch auf! Och, ist das ätzend! Ich habe gerade noch einmal draufgehauen, eigentlich zum Reparieren, aber es hat nicht mehr viel gebracht. Vor allen Dingen das stabile Holz hat halt gar keinen Vorteil gegenüber dem lausigen Holz, außer optisch. Nee. So gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Es geht auch schneller, meiner Meinung nach. Bei dem anderen kaut er immer 2-3 Mal. Und hier, da baut er einmal und ist das Ding sofort weg. Du kannst halt nicht mal schnell genug hinkommen. Wir waren jetzt nicht am anderen Ende vom Schiff oder sowas. Du kommst halt aber nicht schnell genug hin. Da beißt du ja so schnell durch. Ja, wir brauchen Verstärkung halt, ne? Und, aber dafür brauchen wir... Wir brauchen irgendeinen Weg, um mehr Metall zu finden. Wir brauchen richtig viel Metall, Tobi. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ich guck mir das mal bei Wikipedia an, ne? Alles klar, mach das mal. Hm.
Was mache ich denn jetzt mal eigentlich? Das Metallerz kann tief unter Wasser rund um Inseln herum mit einem Haken abgebaut werden. Da habe ich schon welches gefunden, das ist richtig. Flossen und Sauerstoffflaschen sind hilfreich. Ja, Sauerstoffflasche H habe ich fast. Da fehlen mir leider noch Algen für. Okay, hier viele Spieler bevorzugen eine große Menge an Metallerz. Eine bestimmte Insel im Spiel ist eine wahre Schatzkammer aus Metallerz und Kupfer. Siehe im Video unten. Aha. Merk dir die Insel, Tobi. Die hier ist es nicht. Nee. Sieht aus wie ein Stück Kuchen, die Insel. Da bin ich ja hin. Okay. Relativ unscheinbar sieht die sogar aus. Gar nicht mal eine von den ganz großen. Okay. Sondern eigentlich relativ unscheinbar. Wie gesagt, wie so ein Stück Kuchen, so ein runder Kuchen. Ja, dann hatten wir einen Anker gesetzt oder liegen wir einfach nur so rum? Nö, ich habe einen Anker. Soll ich ihn mal einholen? Ja, mach mal bitte. Also was heißt einholen? Er ist weg. So, warte, dann parke ich mal eben aus. Ja. Oh. Ich muss mal zu Ende bauen. Ach, das ist mal fast wieder auf Kurs. So. Und dann lüpft der Lachs wieder. Sehr gut. So. Dili-li-li-li-li. So. Puh. Würde das Lager gerne bald mal weiter ausbauen. Mit dem Wasser würde ich mir gerne was überlegen, irgendwie. Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss mit diesem komischen Wasserpissbecken hier. Ja, es ist halt blöd, dass der Hai halt auch immer direkt alles kaputt macht, ne? Ja, das stimmt. Das ist auch noch nervig. Ah ja, Glas braucht man dafür, stimmt ja. Oh Mist, hätte auch noch. Hätte ich das mal mitgenommen, hätte man ein zweites Ding machen können. Naja. So. Meine Route ist zu schwach. Ist sie nur noch halb weich heute? ich krieg meine Route nicht mehr ausgeschmissen. Warte mal, das da hinten ist die Insel, wo wir gerade waren, ne? Ja, das, doch, ja, das ist die. Ja, das ist die, wo wir gerade waren, ja. Okay. Was machen wir zuerst mit Metall? Das Schiff verstärken wird teuer. Ah, wäre halt eigentlich am sinnvollsten, ne? Oder ja. Wir brauchen halt erstmal nicht weiterbauen eigentlich, weil der reißt halt immer gleich so viel weg, der Pisser. Deswegen korrigiere ich auch erstmal nicht da hinten. Ich würde gerne weiterbauen, aber momentan... Wie viel Metall braucht man für eine Platte zum Verstärken? Warte. Sag nicht zwei oder drei. Ein. Und zwei Nägel. Okay. Ja. Puh. Schon ein bisschen sportlich. Das ist mal eine Herausforderung, ja. Ja. Mein Arm kitzelt, warum? So, der Heiland wieder auf der Pirsch. Was ist denn das für ein Wellengang heute, sag mal? Junge, Junge, Junge. Okay, warte. Ich bin hier am Angeln. So. Ich schmelze hier ein bisschen und sammel Stuff und versuche mal oben ein bisschen weiter zu bauen. Weil oben kann der Hai ja nicht beißen. Ja, das stimmt. Ne? Achso, da ging's ja nicht. So. Mist, wieder keine Bretter. Wieder keine Brede. Oh, hier dann so eine schöne Tür, wo man dann draußen, ne? Das wäre schon... Schon geil. Ja, schon nice. Voll der Eklund. Schon geil. Das wäre nice.
So. Und du wolltest noch Helikopterlande. Ich sammle dir gerade Sachen auf, auch mal kommen deine Füße ins Bild. Na, Erik, riech mal. Habe ich mir kurz erschrocken. So. Ja, da vorne kommt eine Insel, da fahren wir direkt drauf zu, aber ich glaube, das wäre so eine Pissinsel, die brauchen wir nicht. Nee, Pissinsel brauchen wir nicht. Wir haben die Schnauze voll von Pissinseln. Gepisst wird nicht. Bin gegen Pissinseln. So, da unten fehlt noch so ein Ding. Achso, da muss ich hier auch von schräg nach quer gehen, ne? Von schräg nach quer und hops es her. Warte. Das hier darf ja gar nicht sein. Oh fuck, ich bin hier einen drüber, oder? Nee, doch nicht. Hast du gestümpert? Nee, okay. Alles gut, alles gut. Okay, okay, okay. Was klappert denn da so? So, naja, wir kommen offenbar doch zur Insel. Automatisch. Dann will man ja auch nicht so sein. Ja, vielleicht hat's ja, vielleicht gibt's ja was Tolles da drauf. Ich glaube zwar nicht, aber... Glaube ich auch nicht, aber vielleicht gibt's Metall da unten irgendwo. Ich will ja nicht so pessimistisch sein. Zu spät. So, öffnen. Ah, meine Taschen sind ja voll. Ah, schlimm, wenn man so ein Vollstecker ist, Tobi. Was soll man noch machen? Kann ich mir vorstellen. Ja, was soll man noch machen? Du weißt ja, wie es ist. Naja, naja. So. Huch, hab ich das... Hä? Achso, ich hab die weggeschmissen aus Versehen. Cool. Geil. Passt du ein bisschen auf eine Hai auf? Ja, ja, ich bin hier, ich mache Essen. Okay, okay, super. Bin ich doof? So. Apropos Essen, dann trinke ich nochmal schnell was. Was denn? Ach, ich kann die scheiß Palmblätter nicht mitnehmen. Was ist das da unten? Ärgerlich. Sind wir noch an der Insel? Ja. Wird eng. Nee, wir schwimmen davon weg gerade. Oh, shit. Okay, warte. Und ich kann keinen Anker bauen, mein Inventar ist voll. Oder doch, warte mal, ich kann ihn bauen und dir hinscheißen. Schmeißen. Hast du einen? Nee, warte. Ich versuche gerade... Ja, ich habe einen, warte. Ich baue einen. Ich versuche das Segel gerade in Richtung zu kriegen, aber irgendwie... Sag Bescheid, ich hau den Anker runter. Ja, nee, ist auch... Ich sehe nicht, dass wir da hinkommen. Ich glaube, wir haben die Insel verpasst. Ja, naja, gut, auch nicht schlimm. Ah, schade. War bestimmt eh kacke. Oder du schwimmst da eben hin und wir lassen den Anker hier. Ah, der Hai. Ja, okay. Naja, das Ding treibt ab, das Boot. Scheiß drauf. Komm, wir schwimmen weiter. Wir schwimmen einfach weiter, Tobi. So. Da kommt der Hai schon wieder. Ich sehe dich doch, hm, Heiland. Du kleine Drecksau. Der beißt aber auch nicht mal Metall, ne? Nee. Darf ich mal das Essen klauen gleich? Ja, nimm. Oder warte, ansonsten liegst du in der Kiste. Genau, ich nehme was aus der Kiste. Super. Voll geil. Das ist auch eine böse Arbeit und Plackerei mit diesem Kackessen, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Nein! Oh, hast du sie? Oh, Gott sei Dank. Oh. Das Fass? Ja. Achso, ja klar. Tobi, bitte. Oh, wo? Arschloch. Leider an einer sehr ungünstigen Stelle. Ja. Arschloch. So, alles repariert? Alles repariert. Blöd, nichts da. Oh, puh! Ja, ich auch. Ich hab mal die Kiste unter dem Holz. Wir haben eh nie zwei volle Kisten Holzplanken. Ich hab da mal Palmblätter reingetan. Ich hoffe, das ist okay für dich. Die Kisten unter dem Holz? Ach so, da, ja. Ja. Wenn ich weiß nicht, wohin mit den Dingern. Verstehe ich nicht. Lustig, Herr Range. Sehr lustig. Das wird sich alles ändern, hm? Peil ist noch meinen dicken Wälz hier auf dem Grill. Wie der auch guckt. Ja.
Habe ich die richtigen gesetzt? Doch, ne? Oh, nice. Bin gerade unsicher, ob ich die richtigen gesetzt habe gerade. Ja, ich glaube schon. Das siehst du nur in der Mitte, glaube ich. Genau, weil da die Dinger schon sind. Ja. Geil. Achso. Ach, jetzt. Ah, du bist in der Truhe, deswegen kann ich die Bretter nicht nutzen. Ah. Und jetzt geht's. Ah, okay. Das ist ja, jetzt geht's, das ist ja nice. Also, das heißt nice, aber es ist schon realistisch. Ja, das ist cool. Das heißt, wenn ich dich ärgern will, bleibe ich einfach hier stehen und bleib an der Holzkiste. Cool, danke, Tobi. Das hilft uns allen weiter. Sehr gut. Ich dachte mir schon, dass das Let's Play unglaublich aufwerten würde. Ja, ja, ja. Darauf haben alle gehofft. So. Na, komm schon. Na. Wahrscheinlich müssen wir das eher alles nochmal umbauen. Bestimmt. Aber für jetzt reicht es ja. So. Erik? Ja? Sieh dir mal den hier an. Boah, Tobi, wie kannst du mit einer Hand halten? Wow. Wow, was für ein Mordstrumpf. Er ist schwer. Hast du Hunger? Nee, nicht so sonderlich. Okay, dann hol ich den hier vor. Oder? So, gibt's hier mal ein Plänkchen da. So. Ho, 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 ho. Ach, die Bretter hier muss ich auch noch alle setzen. Oh. Auch schon bei 32 Minuten gleich. Oh, krass. Wie schnell das geht. Ja. Oh, Blätter, Blätter. Ich sehe nur noch Palmblätter überall. Das kann doch nicht sein. Mein Auge tränt. Ah. Ich bin so traurig. Warte. Warte. Ah, ah, ah. Kennst du es, wenn dir richtig das Auge reiben musst? Ja, ich habe das bei Wind ganz übel, wenn Wind draußen ist. Und dann ist das immer ganz schlimm. Ja, hier ist auch, hier drin ist auch viel Wind gerade. Ja, ja. Oh, dieser Wind. So lecke er mich. Oh cool, es war kein Scharnier mehr. Da hätte ich eine Schere machen können. Na egal. Ich kann nicht noch Metall. Alter, ich habe doch einen Metallbarren. Hier, guck mal, da. Hier, nimm doch den. Komm mal hier rein. Ich habe auch drei in Dingens im Inventar. Achso, du kannst den hier noch aufnehmen, wenn du willst. Der liegt neben dir. Warte mal, ich will mal was probieren. Oh, das ist. Okay, das ist ja toll. Ja, anders geht's nicht. Alter, was kommt denn auf uns zu gerade? Armageddon. Voll die Welle. Tobi. Ja? Guck mal. Oh, cool. Yeah. Hä, voll nice. Yeah. Saugeil, aber meinst du, dass das alles für unser ganzen Stuff reicht? Eigentlich müsste das dann fünfstöckig sein, ne? Ja, yeah. Naja, ich mach noch neunstöckiges Lager und nach unten. Ah, nice. Gut. Gute alte Zeit. Wo? Alter, dieser Bastard. Ich. Oh, er ist tot. Ja! Body Drop! Geil. Warte, ich repariere mal schnell. Er ist schon. Ja, ich hab das repariert. Ich repariere das immer, bevor ich auf ihn drauf haue erstmal. Ah, cool. Cool, cool. Ja, schlau, Tobi, schlau. Das ist die dumme Sau, da immer ewig wegknabbert, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja schlau. Ja, ja, so bin ich manchmal, ne? Erich, wir sind bei 35 Minuten. Oh ja, alles klar, warte.
Kannst du mal aufhören, der Vogelscheuche da rumzupulen? Mit deinem Finger. So, warte mal. Meine schönen Begonien. Oh Gott. So. Huch, wollte ich gar nicht. So, la, 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 la. Und dann geil. Kann man hier auf die Seite auch wieder Truhen machen, ne, auch wieder so einen Gang machen. Ich mach den Gang auch nicht enger, ne, der ist gut so wie er ist, oder? Nö, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn die Kisten hier immer wechseln, die anderen, dann ist das echt nice. Ja, finde ich auch. Und wir können auf der anderen Seite hier, die Netze kommen noch weg, auf der anderen Seite hier hinten können wir noch ein paar Kisten hinmachen, hier so. Ja. Ich denke, das geht. Das ist geil, Alter. Richtig geil. Das Problem ist nur, die großen Kisten kosten leider alle Scharniere. Na. Ja. Und davon haben wir nichts. Wir können ja erstmal die anderen da reinstellen zur Not. Und dann kann man das dann nach und nach umpimmeln. Das ist richtig, Tobias. Das können wir. Ja. Geil. Okay, warte. Eine Sache will ich noch machen. Ich muss es tun. Er war's. Schweig, Ketzer! Warte. Huch! Was ist das denn? Unsere Toilette. Ist aber schon voll. Hast du die Gebrauch gekauft oder was? Bah! Used look, Alter. Was letzte Preis? Warte, jetzt will man mal ganz kurz gucken, ob das geht. Oder kann man Bäume drin pflanzen, richtig? Ja. Oh, das ist ja nice. Das wird richtig sinnlos. Geil. Braucht frisches Wasser. Soll ich mal drauf strunzen? Ja, mach mal bitte. Ich hab Mentos gegessen. Seht ihr? Oh nein. Oh ja. Oh, süß mit der Ente und der Möwe jetzt, ne? Ja, es ist cute. Ist irgendwie sehr holsam. So, Salzwasser. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, da kommt kein Vogel und reißt das da auch wieder weg. Essen Vögel kleine Bäume? Ne? Nee, Vögel essen noch keine kleinen Bäume, oder? Eigentlich nicht. Aber hier weiß man natürlich nie. Na gut, dann würde ich sagen, nächste Folge oder was, Tobi? Was sagst du? Ja, würde ich sagen, machen wir so. Oh, neuer Hai ist da. Müssen gleich mal gucken, wie der heißt. Guck mal, nächste Folge. Geil. Jo, machen wir. Na klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Oh, warte, ich gehe mal kurz hier hin, weil es sieht sehr schön aus gerade. Ach, schön. Ach ja, toll.